Hallo, liebe Dienerfreunde, Herz. Sorry. Also, hallo, liebe Dienerfreunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ark Survival Evolved. Ui. Nee, komm, das lass mal drin. Ist menschlich. So, es ist Tag 49, 5 und 19. Wie ihr seht, zwischen dieser und der letzten Folge habe ich wieder einiges hier erledigt. Unter anderem habe ich mal unseren Brontosaurus den Sattel verpasst und habe mir den mal kurz angeschaut. Hier habe ich eine Wand rausgerissen und eine Rampe raufgemacht. Ich habe nämlich hier in diesen Raum testweise einen Lystosaurus raufgelockt, um eben hier unsere Pteranodons zu buffen. Unser Peter ist mittlerweile Level 36, Petra die fünfte 28. Was hat sich noch getan? Was hat sich noch getan? Ich habe einige Loots und so eingesammelt. Ich habe einen toten T-Rex gefunden und habe den natürlich gelootet. Ich bin einmal habe mal kurz den Brontosaurus getestet und das ist die Bärenfarm-Maschine schlechthin. War kurz mal ein bisschen Eisen farmen. Haben wir jetzt wie viel genau? Ja, bist überlastet. Super. Super. Hallo? Wieso geht das nicht? Hä, was ist denn jetzt los? So kann ich das nicht übertragen. Ach so, weil es das das fertige Produkt ist. Wo ist jetzt das Eisen? Wo ist jetzt das Eisen? Ah, darüber ist geflogen. Wie geht denn das? Okay. So, mich juckt mein T-Shirt gerade. Ach, ich habe ein paar Schränke noch gebaut für hier hinten. Und ich habe hier Material gefarmt. Stein, Holz und so weiter und so fort. Überall ein bisschen was drin. Es fehlt massig an Leder zurzeit und es fehlt massig an Fleisch. Ja? Wir haben mittlerweile 1, 2, 3 befruchtete Moschops-Eier. Hier haben wir noch ein bisschen Fleisch drin, aber eben leider nicht so viel. Das kaputte Fleisch habe ich gleich immer hier reingegeben und gleich immer Narkotika draus gemacht. Ihr seht, da haben wir relativ viel momentan auf Lager. Meine Frage an euch, ihr Lieben. Sollen wir oder soll ich zukünftig onscreen, also in der Folge farmen gehen oder offscreen? Dann, ihr Lieben. Wir haben wieder einen Raptor. Der kam hier in der Nacht einfach vorbeispaziert, habe ich ihn gleich gezähmt. Leider nur einen. Hier unsere ganzen Dilfos. Und ich habe hier mal jetzt ein bisschen umstrukturiert unsere Saurier, eben hier mit den Lystosauriern, dass alle da oben auch gebufft werden. Iguanodon, Servus. Hier habe ich mal unsere ganzen Stegosauren, beziehungsweise die Schildkröten, die Triceratöpse. Und eben die Parasauren aufgestellt. Und wie gesagt, hier habe ich eine Rampe raufgebaut, hier die Wand rausgerissen, hier mal einen Lystosaurus reingebracht, aber das hat leider nicht den Erfolg erzielt, den was ich mir gewünscht hätte. So. So viel dazu. Der Bronto ist relativ cool. Er ist zwar immens langsam, ja, aber ich finde ihn trotzdem irgendwie cool. So wirst du jetzt nicht gebufft. Unten hattest du gerade doch den Buff, oder? Der war doch vorhin gerade gebufft, ne? Und deswegen wollte ich eben oben einen Lystosaurus. Der wird gebufft. Der steht ja direkt davor, okay. Das heißt, wir holen den einfach ein bisschen weiter hier rüber. Ja, komm. Oh.
Ein Lüstu-Ei. Kriegt er den Buff trotzdem nicht, ne? Komisch. Komisch, komisch, komisch. Genau, das war der Lystosaurus, den was ich oben drin hatte. Das Ei kommt wieder hier rein in die Eierkiste. So. Ich möchte mir jetzt gerne mit euch Munition herstellen. Wir haben ja die Flinte schon gebaut, ne? Die Flinte haben wir. Primitive Flinte. Dafür braucht man Munition. Oh, wow, das ist super teuer, ne? 16 Stück können wir da nur herstellen. Weil man so, also wir brauchen so viel Schießpulver. Und Schießpulver machte man, glaube ich, hier, ne? Schießpulver, Holzkohle und Zündpulver. Ja, das haben wir ja eigentlich alles. Holzkohle haben wir mehr als genug. Und Zündpulver sollten wir eigentlich auch noch welches haben. Ich hoffe, ihr könnt mich halbwegs gut verstehen. Ich habe das Mikrofon wieder ein Stückchen weiter weggerückt von mir. Wie ihr merkt. Ja. Herstellen. 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 Wir könnten eigentlich mal hier das Narkosemittel rausnehmen. Dann haben wir hier wieder mehr Platz. Was ist das? Schießpulver. Okay. Das Narkosemittel gehen wir mal einfach derweil hier rein. Ihr erinnert mich bitte dran. Wir haben eh noch einige Schränke. Ja? So, und dann gibt es ja die Betäubungsmunition. Ja, diese hier. Und da würde mich halt jetzt interessieren, und da seid jetzt, ja, die Aufnahme läuft eh, okay, da seid jetzt ihr gefragt, ihr Lieben, wie schaut es aus mit dieser Betäubungsmunition? Betäubt die mehr, macht die mehr Betäubung als wie ein Betäubungspfeil? Ich vermute es natürlich, ja. Ich vermute es, ich bin mir allerdings nicht ganz sicher. Ich habe mich schon so oft getäuscht in diesem Spiel, darum gebe ich das jetzt einfach mal raus. Nehmt dafür die Bolas mit. Das tauschen wir aus. Und die kommt bitte auf die. Ja. So. Schaut hier aus. Hier wird noch produziert. Passt. Jetzt muss ich kurz schauen, ob hier im Futterdrog noch genug Fleisch drinnen ist. Ja. Auch schön. Auch schon dann. Wo ist dieser Iguanodon? Du wirst jetzt unser Testziel, nämlich für die Betäubungspfeile. Oder suchen wir uns was anderes? So. Kommt hier rauf, ne? So viel ist klar. Und schau, wie schnell das Eisen wieder weg ist, ne? Es ist gigantisch. Ich möchte mit der Resistenz auf die 40 gehen. Tür zu, wenn wir nicht zu Hause sind. Essen habe ich mit, jawohl. Ein Schluck Wasser, ein bisschen gegrilltes Fleisch. Dann würde ich sagen, hier mal auf P drauf. Und dann probieren wir das jetzt aus. Man merkt natürlich, je mehr Rüstung wir bauen, also mit der Eisenrüstung könnte ich hier mit dem Pteranodon überhaupt nicht fliegen. Übrigens sieht man das noch. Hier bin ich einmal nämlich mit dem Brontosaurus durch und habe eine, da ist sie, habe hier eine Schneise reingeschlagen. Der ist auch nicht schlecht jetzt zum Holzfarmen. Wahrlich nicht der Beste, aber es geht trotzdem relativ fix mit ihm eigentlich Holz zu farmen. So. Ich will jetzt einfach mal das testen, ja? Und dir? Nee. Wir schauen kurz, ob wir irgendwas... Ich habe kein Fleisch mit. Eben mal kurz Fleisch besorgen. Da möchte ich hier am Eisenberg, da habe ich übrigens mit
ein Moshop und ein Parasaurus hier die ganzen Eisenvorkommen abgebaut. War jetzt nicht so mächtig viel, ja. Also das sollten wir definitiv uns bei für die nächste Basis. Oh, wie cool. Oh, wie cool. Oh, wie nice. Ein Tech-Stegosaurus. Ich will da oben landen, Herr Peter. Peter muss immer aufpassen, dass dann nicht meine Katze kommt. So. Nächste Waffe, was ich bauen werde, ist die Shotgun. Okay, er braucht relativ lange zum Laden. Der sieht ja echt nice aus. Den mag ich einfach nur haben. Egal welches Level er hat. Weil er so aussieht, wie er aussieht, ne? ...32 hatten wir. Die betäubte man doch auch so, oder nicht? Es ist schon ewig lange her, seit wir einen Tech-Saurier gezähmt haben. Okay, der hat jetzt 32,8 dieser Betäubungspatronen gefressen. Ich bin deswegen hier gerade ein bisschen vorsichtiger, weil ich mich erinnere, dass hier viele Raptoren und Kanos unter Umständen unterwegs sind. Ich kann heute nicht mehr reden. Level 10 ist das, plus 4 Level Effektivität. Ja. Ja, der schaut doch einfach mega cool aus, ne? Den will ich schon alleine deswegen haben. Ich hätte jetzt gern, aber bin bewusst jetzt hier rauf, weil ich es eben an einem Raptor testen wollte. Irgendwie sind die Raptoren heute offensichtlich nicht da, ne? Die Ladezeit ist halt extrem, finde ich. Wo verstecken sich die alle? Da hinten ist einer. Da ist... Ist das ein Alpha? Boah, schreck mich, du scheiß Vieh. Wo sind sie? Da sind sie. Schade ist halt, dass von dem Pteranodon nicht aus... Was? Also es sind drei Raptoren. Ihr scheiß Viecher. So ein bisschen auf die Gesundheit schauen. Ey, wieso haust du ab? Oh no! No, 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 no. Das ist jetzt gänzlich blöd. Komm, 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 komm. Darauf, darauf. Nein! Ich muss ihn opfern. Ich muss ihn... Fuck, ich muss ihn opfern. Fuck. Schande, ey. Ja, was willst denn du, Dilfo, jetzt da? Für die habe ich keine Angst. Das
sehe ich halt nichts, ne? Lag hier jetzt irgendwo noch ein Raptor rum? Habe ich einen zumindest erwischt? Ach, fuck, jetzt hat er den Sessel wieder, den Sessel. Da. Fuck. Ich komme nie irgendwie an einen anderen, irgendwie weg hier. Ja. Wo war jetzt auf einmal meine Ausdauer hin? Ich hätte gerade noch geschaut, ob ich jetzt zufällig irgendwo so einen Raptor getroffen hätte oder so. Ich habe nur gesehen, dass wir irgendwie vergiftet waren, ne? Ich vermute mal durch diese Flugdinger. Risiko-Fisiko, Leute. Risiko-Fisiko. Da war vorher noch irgendwo ein einzelner Raptor, den suche ich gerade. Solange es kein Alpha ist. Hä? Gebt's zu, ihr habt das schon kommen sehen, wie ich hierher geflogen bin, Richtung Raptoren, habt ihr schon gesagt, ah, Marito opfert den nächsten Pteranodon. Ich kann euch richtig hören. Marito, der Dino-Opferer. Ich glaube, was bist denn du? Ich soll es halt neben den Speer abbauen, dann würde es mehr geben. Ne? Jetzt bin ich, da schaut, ich bin jetzt auch vergiftet. Okay, also so gut gefällt mir die Flinte jetzt ehrlich gesagt noch nicht wegen der ganzen Ladezeit. Da unten ist ein Raptor. Iguanodon. Und zwei Dilfos. Drei Dilfos und ein Raptor. Ich brauche eindeutig eine bessere Knarre. Ah, dazu bräuchten wir Strom, oder? Ja, irgendwie Polymer, ja, irgendwie sowas. Da ist er. Kann ich den? Okay, zwei Schuss für einen Raptor. Männlicher Raptor. Dilfos haben wir ja mehr als genug, ne? Fleisch haben wir eher im Mangel. Oh, wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Da ist er. Von hinten kommst du, Sau. Wo ist der nächste? Da ist er. So, jetzt sollte dann aber Ruhe sein. Da kommt der nächste. Hörte mein Herz schlagen? Das ist mein echtes Herz. Nein, ist es nicht, aber. So, der ist bei 56%, der bei 20, ne? Es wird, glaube ich, eh passen, wenn ich mich nicht täusche, dass der anderen Raptor, den was wir jetzt zu Hause stehen haben, nämlich ein Mädchen. Komm, erhol dich.
Eigentlich wollte ich in der Folge was ganz anderes machen. Jetzt sind wir hier fast am Sterben schon wieder. Übrigens kommt mir vor, dass am Strand unten weniger Tiere spawnen. Kann das damit zu tun haben, dass wir dort gebaut haben, oder weil ich dort einfach, ja, sehr, sehr viel gefressen habe? Schreibt mir es bitte in die Kommentare. Ihr kennt euch da aus. Wow! Was ist denn das? Was ist das? Wildtech? Fuck! Ein Tech-Raptor! Wo kam denn der jetzt auf einmal her? Wow! Ein Level 2 Tech-Raptor. Ist ja geil. Wild Female Tech. Kann man einen Tech-Raptor mit normalen. Da rennt schon wieder was von irgendwo davon. Kann man einen Tech-Raptor mit einem normalen Raptor paaren? Ich bin gerade hypernervös. Und irgendwie heile ich nicht, ne? Ich dachte, wenn ich hier so was esse. Schreckt mich nicht, Alter. Wovon läuft der davon? Ich dachte, wenn ich esse, heile ich schneller. Level 22 und du bist Level 2 nur, ne? Boah, wir müssen die nach Hause auch noch bringen, Leute. Drüben ist schon wieder ein Dilf, wo ich sehe ihn. Und die müssen wir vorbei, mehr oder weniger. Okay, bis auf die Ladezeit finde ich jetzt die Wumme hier nicht so toll, ne? Ja, natürlich springst du noch am Felsen runter, wenn du eh schon voll am Sterben bist. Da unten ist schon wieder ein Dilfo. Kimme und Korn immer nach vorn. Schau, du bist auch ein Hübscher. Gefällt mir. Gefällt mir. So, komm, du weiter. Zwei Raptoren. Schreckt mich nicht. Kackt der eigentlich Kacke oder kackt er dann was anders? Lass mich nachschauen, was du gekackt hast. Ja, sieht man nix. So, kommt. Am Rückweg holen wir den Stego noch. Ohoho. Rito ist gerade zu nervös. Ich könnte gleich hier noch ein bisschen. Na, ich bin so angeschlagen, ich will die Viecher erst nach Hause bringen. Die Raptoren. Das sind Kompis. Das heißt, wenn wir jetzt ein Männchen und ein Weibchen haben, dann können wir Raptoren züchten, ne? Also wie gesagt, so blöd finde ich das Gewehr, also die Flinte jetzt nicht. Aber überzeugt bin ich auch noch nicht. Was ist denn da?
Habt ihr es gesehen? Wow. Bin ich erschrocken, verdammt. Da war gerade was, da im Gebüsch, irgendwas, was nicht so nett ausgesehen hat. Achso, ein Iguanodon, passt. Sitzt am Thron ein Iguanodon. Eine Libelle. So, eigentlich wollte ich ja in den nächsten Folgen sind nur Pachis. Eigentlich wollte ich in den nächsten Folgen nämlich anfangen mit Züchten der Pteranodons. Der dreht schon wieder durch da. Aber das kann ich mir jetzt wieder abschminken, ne? Peter ist leider Geschichte. Wir haben noch Petra die Fünfte. Petra die Fünfte von Ark. Danke, Leute. Ich glaube, ohne denen wäre ich jetzt schon ziemlich down. Down, down, down. Nur die Munition ist halt auch elends teuer, ne? Die Munition ist elends teuer. Stegi, kommst du? Stego, wo hängst du denn? Wir haben nichts zu trinken mit. Was ist mit dir? Der hängt irgendwie blöd, ne? Ich glaube, da brauche ich einen Sattel. Ich habe einen Stegosaurus-Sattel. Kommt, wir gehen erst nach Hause etwas trinken. Und wir holen ihn dann. Ich lasse ihn markiert, dann finde ich ihn wieder. Zuerst ein Level 44er Pteranodon verloren, jetzt ein Level 36er. Es nimmt kein Ende. Es nimmt einfach meine Pechsträhne. Nimmt kein Ende, wobei ich habe jetzt da, das war jetzt wirklich Pech, ja. Na, es war wirklich, es war Pech. Aus, es war Pech. Kommt ihr da mal nach? Ja, super. Der da vorne wird gar nicht mehr angedingst, ne? Jetzt kriegt er einen Buff von dem hier. Der bleibt hier stehen. Den ist es egal, ob ich ihn rufe. So. Und du warst ein Weibchen? Männchen. Weibchen und Männchen, die machen ein Ei. So, wir wollten ein Ding holen, ein Stego. Jetzt muss ich kurz mal schauen, wo hier, wer hier den Ding hat. Den Sattel. Der muss ja dann beim Stegosaurus eigentlich... Leute, wir sind bei 30 Minuten. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.